Hey, machst du mir bitte noch ein Video über den aktuellen Transferwahnsinn? Boah, muss das sein? Weiß doch eh jeder schon, dass die Ablösesummen nicht mehr normal sind. Ach, mach's bitte einfach, okay? Ja, okay. Wir schreiben das Jahr 2009. Der FC Schalke beendet die Saison als Vizemeister und... Ey, ich hab gesagt Transferwahnsinn, nicht Schalke. Ah ja, sorry, mein Fehler. Ich fang nochmal an. Wir schreiben das Jahr 2009. Cristiano Ronaldo wechselt für 94 Millionen Euro von Manchester United zu Real Madrid. Eine gigantische Summe. Springen wir nun etwas in die Zukunft. Genauer gesagt, 10 Jahre. Im Jahr 2019 wechselt Harry Maguire von Leicester City zu Manchester United für 87 Millionen Euro. Ebenfalls eine gigantische Summe. Der Unterschied? Cristiano Ronaldo war zum Zeitpunkt seines Transfers der mit Abstand teuerste Spieler aller Zeiten und zudem bereits Weltfußballer. Harry Maguire hingegen ist, nun ja, Harry Maguire. Nicht unbedingt der erste Name, der einem in den Sinn kommt, wenn man von Weltklasse-Innenverteidigern spricht. Und genau das ist das Problem. Im Fußball werden mittlerweile für Spieler Millionenablösen bezahlt, die, sagen wir es ein bisschen überspitzt, mehr oder weniger mit dem Ball am Fuß geradeaus laufen können. Boah, das ist ein Talent. Ja, Alter, guck dir mal die Ballbehandlung an. Was meinst denn du, ist der wert? Na, 20 Millionen, safe. Na komm, mach mal 50 Millionen. Sicher ist sicher. Premier League Scout. Sie werfen mir Geld Privatsphäre beim Fenster raus? Mhm. Fantastisch, dann bewerben Sie sich doch als Premier League Scout und machen Ihr Hobby zum Beruf. Stand heute ist Cristiano Ronaldo nur mehr der 11. teuerste Transfer der Fußballgeschichte. Und der 8. teuerste. Ja. Bei seinem Wechsel 2018 zahlte Juventus Turin 117 Millionen Euro Ablöse für den damals 33-jährigen Ronaldo. Für das gleiche Geld bekommt man im Jahr 2021 immerhin noch Jack Grealish. Yay. Hey, habe ich da jetzt Sarkasmus rausgehört? Sarkasmus? Nein, bestimmt nicht. Die Ablösesummen sind vor allem seit 2017 explodiert. Doch dann kam der März 2020. Corona. Lockdown. Nix geht mehr. Der Fußball steht am Scheideweg. Keiner weiß so recht, wie es in Zukunft weitergehen soll. Menschen weltweit fürchten um ihre Existenz. Und Fußballclubs bilden dabei keine Ausnahme. Doch so finanzstarke Clubs wie zum Beispiel der FC Liverpool, der hunderte Millionen Euro im Jahr umsetzt und mit dem Slogan You never walk alone die Mitarbeiter als eigene Familie bezeichnet, die werden doch sicher mithelfen, um ihre in Not geratenen Fans während der Krise zu unterstützen. Na, also das versteht sich doch von selbst. You never walk alone. Oder sie schicken Mitarbeiter in Kurzarbeit, nehmen Regierungsgelder an, die andere Unternehmen sicher dringender brauchen würden und gründen heimlich still und leise eine europäische Super League, die ihnen Milliarden an Euro generieren würde. Aber hey, you never walk alone. Also, solange alles gut läuft. Denn wenn nicht, dann guck selber, wie du zurechtkommst, ja? Ja, also, man kann ja auch nicht jedem helfen. Wir sind ja auch ein Unternehmen und kein Wohltätigkeitsverein, also... Yo, ich schneide gerade das Video und muss jetzt noch etwas richtigstellen. Denn der FC Liverpool hat seine Mitarbeiter dann doch nicht in Kurzarbeit geschickt. Sie haben es zwar damals am Wochenende mitsamt der Meldung, eine Super League gründen zu wollen, angekündigt, dann aber von allen Seiten so dermaßen viel Kritik geerntet, dass sie am Montag wieder zurückgerudert sind. Am Ende des Tages kann man das, finde ich, aber auch nicht einfach nur totschweigen und so tun, als wäre ja nichts gewesen. Und dass man sich ja bewusst sei, dass man einen kleinen Fehler gemacht hätte. Ich glaube, es ist jedem klar, dass der FC Liverpool nicht von sich aus, sondern nur aufgrund des enormen öffentlichen Drucks zurückgerudert ist. Aber egal, Hauptsache sie haben es gemacht. Andere Vereine haben das ja nicht mal nach öffentlicher Kritik hinbekommen. Schalke! Und ich bin schon wieder ruhig. Viel Spaß, weiter mit dem Video. Die europäischen Top 5 Ligen haben allein in der Saison 2019-2020 enorme Verluste hinnehmen müssen. Die Blase ist geplatzt. Der Transferwahnsinn hat ein Ende. Selbst Vereine wie PSG oder Manchester City, die ja quasi über eine hauseigene Gelddruckmaschine verfügen, fuhren Verluste im dreistelligen Millionenbereich ein. Der Transferwahnsinn, wie wir ihn bisher kennen, kann doch unmöglich so weitergehen. Oder? Spoiler, doch, kann er. Denn die Clubs haben aus der Pandemie weniger gelernt, als ich in den Online-Vorlesungen meiner Uni während des ersten Lockdowns. Nehmen wir Manchester City zum Beispiel. Mit dem Jack Grealish-Transfer. Gleich vorweg, Jack Grealish ist ein guter Spieler. Keine Frage. Oh, du hast es vorhin also doch positiv gemeint. Aber. Oh. Niemals, nie, niemals
118 Millionen Euro wert. Jack Grealish war einer der englischen Spieler, die bei der Euro 2020 am meisten gehypt wurden. Und ich kann's verstehen, die Engländer hatten immer diesen Hype-Spieler im Kader. Vor 20 Jahren war es zum Beispiel David Beckham. Und ganz ehrlich, Jack Grealish hat schon irgendwie Ähnlichkeiten mit David Beckham. Das Problem? Viele England-Fans sehen in ihm auch spielerisch den nächsten David Beckham. Und das ist eher eine Beleidigung für die großartige Karriere von David Beckham. Jack Grealish hat bei Aston Villa eine tolle Saison gespielt, keine Frage. Aber bei der Euro ist Jack Grealish mehr durch seine winzigen Schienbeinschoner als durch seine sportlichen Leistungen aufgefallen. Nur um das nochmal klarzustellen, wir reden hier von einem 25-Jährigen, der den Großteil seiner Profispiele bisher unterklassig gespielt hat. In Champions League oder Europa League hat Grealish auch noch nicht wirklich viele Einsätze gehabt. Genauer gesagt, gar keinen. Und für so einen Spieler zahlt man inmitten der Pandemie 120 Millionen Euro. Und heult gleichzeitig rum, dass man kein Geld hat. Und man unbedingt eine Super League zur Rettung des Fußballs braucht. Genau mein Humor. Das ist in etwa so wie... Ach komm, das ist so blöd, da fällt mir nicht mal ein Vergleich dafür ein. Und davon, dass sich Man City im Juni dieses Jahres noch mit dem 13-jährigen englischen Wunderkind League Drake verstärkt hat und das für die läppische Ablösesumme von gerade mal 500.000 Euro, da fangen wir erst gar nicht an, sonst werden wir heute hier nicht mehr fertig. Naja, aber andere Vereine sind noch schlimmer als wir. Ach so? Ja, PSG zum Beispiel. Und das macht's bei euch besser, oder wie? Nee, aber Geld spielt doch bei uns sowieso keine Rolex. Ah ja. Aber gut, dann sehen wir uns Paris Saint-Germain eben auch noch an. Donnarumma, Wijnaldum, Messi. Darf ich Messi schon sagen? Der Transfer ist Stand heute ja noch nicht fix. Ja, man macht Risiko. Zur Not schneiden wir es einfach raus. Super. Messi, Ramos, Hakimi. Auch wenn einige dieser Spieler ablösefrei waren. Mit Handgeld und Gehaltszahlungen. Muss ich nichts mehr dazu sagen, oder? Der Fußball ist kaputt und der Transfermarkt erinnert mich immer mehr an den FIFA-Karrieremodus. Aber das wäre ja geil, dann könnte ich mir Mbappé nach dieser Saison ablösefrei zu Schalke holen. Wir halten fest, der Fußball hat aus der Pandemie nichts gelernt. Und Mbappé wechselt nächste Saison ablösefrei zu Schalke. Nice! Was sagt ihr eigentlich zu diesem Transferwahnsinn? Voll in Ordnung oder einfach nur krank? Lasst es mich gerne wissen. Ciao!